Jo Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier vom Daddy Shop. Heute mal nicht mit einer Live-Reaction, denn ich bin schon um 21 Uhr irgendwas ins Bett gegangen und bin jetzt hier um kurz nach 4 Uhr in der Nacht wieder aufgestanden, um euch natürlich den heutigen Fortnite-Shop zu zeigen. Und der ist echt heftig, wir haben ziemlich viele neue Items drin. Die linke Seite ist komplett neu, dann haben wir noch eine neue Hacke hier auf der rechten Seite drin und die Chromatik-Lackierung hier ist auch neu. Also heute richtig viele neue Items und ich werde euch das Ganze auch nochmal in-game zeigen, dass ihr hier auch nochmal seht, wie die Lackierungen und Gleiter und so alles in-game ausschauen. Außerdem, Leute, ist heute der letzte Tag, wo ihr den kostenlosen Skin freischalten könnt. Also, falls ihr den noch haben wollt, einfach nur kurz in den Fortnite-Shop gehen und hier unten rechts auf Unterstützer einen Creator gehen und da zum Beispiel dann Snoxy in dieses Feld hier eintragen. Einfach hier Snoxy reinschreiben und auf Annehmen klicken. Das ist alles, was ihr machen müsst, um den kostenlosen Skin freizuschalten. Der wird euch dann in euren Spind freigeschaltet. Ich denke mal spätestens, wenn man dann Fortnite neu gestartet hat. Also unbedingt machen, falls ihr das noch nicht habt, einfach auf Snoxy eintragen, natürlich auf Ehre und auch noch an meinem Gewinnspiel damit teilnehmen. Ich verlose ja 40.000 V-Bucks als Jackpot bis zum Wochenende. Also falls ihr 40.000 V-Bucks dreimal diese 100 Euro hier gewinnen wollt, dann einfach nur Snoxy, wie gesagt, als Creator im Shop eintragen. Und dann starten wir jetzt auch schon direkt mit dem heutigen Fortnite-Shop, wo wir erstmal die Tiefsee-Macht drin haben mit diesem Backpack. So ein Oktopus auf dem Rücken. Also so Tiefseetaucher. Ich frage mich ja, ob das so in Richtung Season 8 schon geht. Also da soll ja irgendwie auch so dieses Tiefseethema sein. Ich frage mich echt, ob das jetzt schon so ein kleiner Vorgeschmack davon ist. Das ist auf jeden Fall der weibliche Skin. Und dann haben wir noch den männlichen und zwar Tiefseeschrecken heißt. Der ist ebenfalls so ein Taucher und er hat so eine, was soll das sein? Eine Schnecke, okay. Ich finde sie vom Aussehen her jetzt nicht so spektakulär. Ich glaube, das sind fast so Skins wie diese toxischen Trooper, diese Schutzanzug-Skins, die es ja damals gab. Ich finde es auch schade, dass beide so gleich aussehen. Also man hätte doch sicherlich einen irgendwie ein bisschen anders habe ich machen können. Das ist so, das verstehe ich irgendwie nicht, weil so, warum sollte man sich so beide kaufen? Das finde ich irgendwie dann irgendwie doch Verschwendung. Also ich hätte mir wahrscheinlich einen der beiden Skins jetzt holen. Ich denke mal, den weiblichen werde ich jetzt mal holen, um ihn euch auch zu zeigen, aber ansonsten, oh, Lutzus, danke für die Lackierung, vielen, vielen Dank, ey, bist du crazy, dass du mir hier jeden Tag irgendwie was schenkst, ey, Ehre, Lutzus, vielen, vielen Dank, und, aber ja, ich glaube, ich würde mir jetzt auf jeden Fall nicht beide holen, dafür schauen beide doch viel zu gleich aus, und dann haben wir noch die neue Hacke drin, die Krakenhacke mit diesem Sound, für 500 V-Bucks. Mir gefällt ehrlich gesagt die Hacke ziemlich gut. Also, wenn ich würde die Hacke sogar eher nehmen, wenn dieser Kraken da nicht dran wäre. So komplett in Gold. Das schaut schon ziemlich nice aus. 500 V-Bucks auf jeden Fall ein guter Preis. Und ich zeige sie euch natürlich auch in-game. Deswegen hole ich mir die Sachen auch immer. Also, ja, ich werde mir jetzt hier die Sachen alle holen. Oh, okay, Nautilus. Auch das schaut ziemlich cool aus. So ein Tiefseeboot. Das ist echt nice. Das Set heißt übrigens auch Tiefsee. Auch das werde ich jetzt mal holen, um euch die Skins in-game zu zeigen. Auch wenn ich mir jetzt manche Sachen hier privat eigentlich nicht holen würde. Ja, ich hole mir die ja halt für euch, dass ich euch das zeigen kann. Also, wenn ihr mich supporten wollt, für das ich hier das immer hole, einfach gerne den Creator-Code Snoxy benutzen. Wäre auf jeden Fall mega ehrenhaft. Dann haben wir noch den Coaxial-Heli für 1200 V-Bucks. Der schaut ziemlich cool aus. Ich wurde letztens sogar gefragt, wo ich den her habe. Da hat anscheinend jemand nicht bemerkt, dass der im Fortnite-Shop war. Heute ist er wieder drin. 1200 V-Bucks kostet das. Dann haben wir noch die Kalmar-Keule drin für 800 V-Bucks. So schaut sie aus. Oh mein Gott, sie ist so animiert. Das ist ja richtig geil. Alter, die gefällt mir sehr, sehr gut. Dass sie so animiert ist. Das Auge blinkt auch. Richtig nice gemacht. Das ist der Sound. Alter, direkt gekauft. Mega nice. Sehr, sehr geile Hacke. Dann haben wir noch den High-Rise-Trooper drin. Für 800 V-Bucks. War mal selten, inzwischen eher nicht mehr. Sieht halt auch sehr aus wie ein Default-Skin, also nur mittelmäßige Empfehlung. Dann haben wir noch die Battle Pass-Stufen drin. Für 600 V-Bucks weiterhin 10 Stufen. Also falls ihr den Battle Pass noch voll machen wollt, jetzt in den letzten Tagen, ich glaube es sind noch 6 Tage, genau 6 Tage noch, holt euch unbedingt Battle Pass-Stufen. Es lohnt sich auf jeden Fall, den Battle Pass immer voll zu machen. Aber versucht es am besten erstmal, ja, einfach frei zu spielen. Muss man ja nicht direkt kaufen. Dann haben wir noch den Wellengang drin. Ja, passt ja extrem gut zu diesem Thema Wellengang. Hier auch beinahe wie das Meer. Also ich denke mal, das haben sie auch reingemacht wegen den Taucherskins. Und dann haben wir im letzten Slot des heutigen Tages, Lutzus hat mir die Lackierung schon geschenkt, die Chromatik-Lackierung für 300 V-Bucks. So schaut sie aus. Mal gucken. Hier kann man ja schon so ein bisschen was sehen. Oh, schaut nicht schlecht aus. Aber ich werde sie mir jetzt auch nochmal in-game anschauen. Zusammen nämlich mit auch dem Gleiter und
den neuen Skin, wie das ganze Ingame ausschaut. Also hüpfen wir mal schnell Ingame. Ich gehe am besten in die Spielwiese, dann haben wir das am einfachsten. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns dort. So, da sind wir auch schon. Und es ist echt mal die Frage, ob dann das ganze Eis hier schmelzen wird und wir dann irgendwie so eine überflutete Map haben. Und wir deswegen halt diese Taucher-Skins hier drin haben. Mal schauen. So, Gleiter öffnen. Oh, nice. Okay, der ist auch so animiert. Okay, jetzt nicht mehr. Also nur am Anfang bewegt sich das Ganze. Ich finde diese Luftblasen da ganz nice. Das schaut aus, als wäre das wirklich unter Wasser. So, dann landen wir hier mal. Oh, nice. Also die Hacke gefällt mir echt gut. Der Sound ist auch ganz nice, obwohl der meiner Meinung nach sogar noch intensiver sein könnte. Ich finde so Sounds, die so gar nicht mehr klingen wie eine normale Hacke, die finde ich wirklich am nicesten. So, nehmen wir uns mal eine Waffe in-game. Was? Ich habe den... Ah, nein, ich habe den Waffenskin nicht ausgerüstet, weil Dutz es mir den geschenkt hat. Okay, Leute, ich mache einen Cut. Wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Das war hier jetzt ein bisschen sehr fail. Aber egal, ich habe auch hier schon zwei, drei Waffen geholt. Und zwar ist das hier der neue Waffenskin. Und ich muss sagen, ich finde ihn jetzt nicht so besonders geil. Also, weiß nicht, ob ich da der Einzige bin, aber ich finde den irgendwie sehr merkwürdig, die Lackierung. Könnt mir gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben, aber so überzeugt bin ich bisher jetzt noch nicht von dem Gleiter. Oh, warte, wir können uns ja nochmal hier, von dem Gleiter, von der Lackierung. Wir können uns mal hier schnell die Kiste holen, mal gucken, was da drin ist. Irgendwie, ich weiß, ich finde es jetzt nicht so krass. Wir können ja mal kurz hier die Fahrzeuge schnell auch testen. Ich finde, es sieht so, das Muster ist halt auch nicht so geil. Also könnt mir gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Ich warte immer noch auf wirklich richtig geile Waffenskins, die so wie in anderen Spielen richtig cool gestaltet sind. Also ich finde die vorne Lackierung bisher nicht schlecht, aber so wirklich krass finde ich sie halt ehrlich gesagt auch nicht. So hauen die mich jetzt hier wirklich nicht vom Hocker. Okay, dann würde ich sagen, was ist erstmal zu diesem Video? Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Falls ihr neu seid, könnt ihr gerne jetzt noch schnell abonnieren. Und wie immer auch rechts zum Abstimmen, wie ihr den heutigen Shop so fandet. Und wie gesagt, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie euch die neue Lackierung und generell auch hier die neuen Items gefallen. Und tragt mich natürlich gerne als Creator ein, wenn ihr heute noch den kostenlosen Skin bekommen wollt. Das geht nur noch bis heute. Also einfach kurz in den Fortnite-Shop gehen und dort als Creator dann Snoxy eintragen. Und dann bekommt ihr den kostenlosen Skin freigeschaltet. Außerdem unterstützt ihr mich und nehmt am 40.000 V-Bucks Giveaway teil. Also ja, unbedingt in den Fortnite-Shop gehen, dort Snoxy eintragen, auf Ehre. Und auch gerne mal nachschauen, ob das noch drin steht. Denn alle 14 Tage resettet sich das Jahr. Also auch an die Leute, die das schon länger nicht mehr geupdatet haben. Unbedingt mal nachschauen, wäre auf jeden Fall sehr, sehr lieb von euch. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nachher wieder. Ich blende euch hier auf die Endcard nochmal ein Video von gestern ein. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, einfach mal hier draufklicken. Und ja, dann hören wir uns dort. Tschüss!